Hector ist der fast flugfähigste Drache, den ich kenne. Und er ist der Beschützer von Hexe Lilly. Und er ist ein Held. Ja. Ich hab's. Los, schnell, schreib. Hallo, Hexe Lilly. Komm sofort her. Siehst du, so geht das. Großartig, ja. Ihr könnt einfach alles. Na klar kann ich alles. So, jetzt Briefmarke drauf und weg damit. Hopp, hopp. Verzeiht mir, Herr, aber ihr wollt, dass ich noch etwas dazu schreibe. Will ich das? Was denn? Wir haben ein großes Problem. Unser Thron ist von böser Hand verhext und wir benötigen einen Gegenzauber. Ja, das will ich. Na los, schreib's hin. Ach, du bist wirklich ein großes Problem. Deinetwegen muss ich jetzt sogar eine Hexe kommen lassen. Weil mein Magier, dieser hässliche Abrasch, in seinem stinkigen Kaftan zu dumm ist für alles. Ich bin fertig, Herr. Ja. Will ich auch was schreiben? Ja. Was denn? Eure Unterschrift. Also euren Namen mit Buchstaben. Ich kann schreiben. Guliman. Bald ist es weg. Das Problem. Ja, ja. Bald ist es weg. Ich bekomme einen Zettel, das in Indien ist der Thron verzaubert und ich soll hinkommen, um ihn zu entzaubern. Und dort lerne ich dann einen Jungen kennen, der mir dabei hilft, den richtigen König, ich verrate nicht mehr, weil das ist so ein falscher König, und den richtigen König zu befreien. Und bitte. Wow. Und darauf sitzt euer König? Nein. Also, ja. Sollte er. Und wo ist denn der König? Unser guter alter König Nandi ist leider verstorben. Wollt ihr euch nicht bereit machen für die Vorführung? Also ich finde ja, dieser Thron sieht ganz normal aus. Nicht irgendwie verhext, meine ich. Also, wo ist das Problem? Das werdet ihr gleich sehen. Die Mutter weiß ja von gar nichts. Sie kennt ja Hector bis heute nicht. Also, die Mutter ist ahnungslos und unwissend, was all diese Abenteuer ihrer Tochter betrifft. Insofern gibt es keine Beruhigung. Aber sie braucht sie ja auch nicht, weil wie gesagt, sie bückt sich, da ist Hexe Lilly weg und sie kommt wieder hoch, da ist sie wieder da. Ich briefe dich! Leon, ich hatte schon tausendmal gesagt, dass du... Ich vergiss das. Hallo, Hexe Lilly. Komm sofort her. Ein großes Problem von böser Hand. Lilly? Wir benötigen einen Gegenzauber. Lilly! Hochachtungsvoll, Guliman, Großvisier von Mandolan. Wow. Lilly? Hast du jetzt Zeit für Leon? Nein, ich mache Hausaufgaben. Bitte, Lilly. Ihr wolltet doch was zusammen unternehmen. Du hast es mir versprochen. Gut. Lass mich nur noch Mathe fertig machen, ja? Gut. Danke, Lilly. Und ich kündige an, Hexe Lilly, die Reise nach Mandolan, nur echt mit mir. Und ab Frühjahr 2011 im Kino.